hört, was ich, der heilige Bernhard, euch heute erzählen will. Als einmal ein Sünder sterben musste, so wie Gott im Himmel es bestimmt hatte, verlangte der Teufel seine Seele. Auf diese Seele habe ich Anspruch, denn ich weiß, dass sie voll Sünde ist. Ein Engel saß dort beim Haupt des Sterbenden. Er sprach nun zum Satan. Selbst wenn dieser Mensch gesündigt hat, er hat doch in Todesnot um Hilfe gefleht. Du hast hier gar nichts zu fordern. Weiche schändlicher Nichtsnutz. Der Sünder erschrak gar heftig, als er die Worte des bösen Feindes hörte. Er konnte seine Sünden nicht leugnen, richtete jedoch seine Augen hin zur Mutter Jesu Christi und sprach zu ihr. O Hoffnung im Tod, rette mich, Maria, ich bitte dich! Nun hört, was unsere liebe Frau unmittelbar nach diesem Stoßgebet tat. Sie blickte Jesus Christus an und sagte zu ihm. Weil du, mein Sohn, von mir getrunken hast, vergib ihm, so bitte ich dich. Ihr lieber Sohn, Herr Jesus Christus, neigte sich sogleich zu seinem Vater und zeigte ihm seine tiefen Wunden. Sieh an, Vater, meine Wunden und gewähre, worum dich meine Mutter gebeten hat. Da blickte der Vater den Sohn mit großer Liebe an und sagte zu ihm, Mein Sohn, ich werde dir nicht abschlagen, was du verlangst, sondern meine Bitte erfüllen. Seht, nach dieser Antwort wurde unverzüglich ein Engel hinab zur Seele geschickt, die sich schon in tiefer Not befand. Die Quelle der Tugenden verfügt, dass du von allen Sünden befreit sein sollst. Seht, da fuhr die Seele, ganz erfüllt von großer Freude, in den Himmel auf. Achte darauf, Sünder, was die Antwort des Vaters ist, wenn der Sohn auf Bitten seiner Mutter sich als Vermittler einsetzt. Darum soll niemand verzweifeln, sondern seine große Not der Mutter aller Seligkeit klagen, die für alle Menschen da ist.